Na, ihr da draußen, herzlich willkommen zu einem weiteren Free-Horror-Indie-Game. Und zwar zocken wir heute mal The Midnight Man. Und bei The Midnight Man geht es um Folgendes. Wir schauen uns mal eben, nein, wir gucken uns erstmal hier How to Play mal eben an, Moment. Also, unser Ziel ist es, den Midnight Man auf jeden Fall bis 3.33 Uhr auszuweichen. Wir müssen wahrscheinlich durch das Haus laufen, um ihm auszuweichen. Wenn er nahe ist, wird unsere Kerze ausgehen. Und dann haben wir 10 Sekunden Zeit, unsere Kerze wieder anzumachen. Wenn wir das nicht schaffen, ist das Spiel zu Ende. Wir können unsere Kerze nicht wieder anzünden, wenn der Midnight Man in der Nähe ist. So, der Midnight Man hat die Fähigkeiten, Objekte zu bewegen, Türen zu öffnen und so weiter. Also, wenn das passiert, dann wissen wir, ja, verdammt, er ist nahe. So, desto mehr Zeit verschreitet, desto stärker wird er und desto schwieriger wird es, ihm auszuweichen. Wir können nicht nach draußen gehen. Wenn wir es schaffen, bis 3.33 Uhr zu überleben, haben wir gewonnen. Wenn nicht, ja, dann wird uns viel Glück gewünscht, heute Nacht schlafen zu gehen. Die Controls sind vast oder halt über die Arrow Keys. Wir können sprinten mit Shift, wir können springen mit Space. Und interagieren bzw. die Kerzen wieder anmachen mit F. Und pausieren können wir auch, das ist schon mal nicht schlecht. So, wir schauen uns nochmal das Ritual an, denn das basiert wohl auf einem bestehenden Ritual, was es wohl gibt. Und zwar, dieses Ritual wurde benutzt, um den Midnight Man zu beschwören, um Regelbrecher, Punish, was heißt nochmal Punish? Richten? Heißt das so viel wie richten? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls, um Regelbrecher zu bestrafen. Und zwar vor langer Zeit in der Pagan-Religion. Ich weiß jetzt Pagan leider nicht einzuordnen. So, dieses Ritual macht man auf eigenes Risiko, dass man vielleicht dann selber halt gefoltert wird oder stirbt. So, das Ritual läuft folgendermaßen ab. Man braucht die folgenden Dinge. Papier, Stift, Nadel, Kerze, Streichhölzer, eine Tür und Salz. So, alle Lichter ausmachen. Eine Kerze anzünden. Dann den Namen auf das Papier schreiben. First, Middle and Last. Also ersten, mittleren und letzten. Und was ist, wenn man nur zwei Namen hat? Dann kann man das nicht machen, oder wie? Ja, ich habe keine Ahnung. Dann muss man seinen Finger mit der Nadel stechen und einen Tropfen Blut auf das Papier machen. Allow it to soak in. Also das muss ich dann wohl richtig einziehen in das Papier. So, dann das Papier mit dem Namen in dem Flur gegenüber der Tür befestigen. 22 Mal an die Tür klopfen mit dem Ticken der Uhr. Und das 22. Mal muss exakt um 12 Uhr Mitternacht passieren. So, dann öffnet man die Tür, bläst seine Kerze aus und schließt die Tür wieder. Nun hat man den Midnight Man beschworen. Und dann ganz, ganz schnell die Kerze wieder anzünden. Und da ist es, wenn das Spiel beginnt. So, wie gesagt, wir müssen halt versuchen, ihm auszuweichen. Bla, bla, bla. Press Escape to Close. Die Settings lassen wir, glaube ich, so. So, gespielt wird natürlich über Kopfhörer. Ich hoffe, das geht so mit der Lautstärke. Ich muss mal gerade gucken. Fast, simple, good, beautiful. Ja, ich weiß, ich habe das. Wir lassen das einfach mal auf gut. Achso. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, Play Game. Auf! Achso, normal oder hart? Ich würde sagen, wir machen es erstmal auf normal. Genügen. Zeworks presents The Midnight Man. Und wir hören das Klopfen im Hintergrund. Created by Sean Toman. Wie auch immer es ausgesprochen wird, ich habe keine Ahnung. www.zeworks.com. Und das war wohl die Tür. Jetzt haben wir wohl wieder unsere Kerze angezündet. Und da sind wir. Wir selbst haben also den Midnight Man beschworen. Warum machen wir sowas Dummes? Okay, die Schritte. Also unsere Schritte sind verdammt laut. So, das ist wohl unser Haus, in dem wir dann versuchen, dem Midnight Man zu entkommen oder auszuweichen. Was natürlich ganz toll ist. Ich kenne mich nämlich in meinem eigenen Haus nicht aus hier. Das ist doch schon wieder scheiße. Ich höre irgendwas rauschen. Ah, ist bestimmt nur der Fernseher. Haben wir ihn wohl wieder vergessen auszumachen. Oh, in die Tür können wir anscheinend nicht rein. Nö. Okay. Ja, gehen wir runter oder gucken wir erst noch oben? Ich würde sagen, wir gehen mal runter. Es ist 0 Uhr Mitternacht.
Oh, Alter, aber schlecht geht's uns anscheinend nicht, wa? Ey, also, wenn ich mir die Hütte angucke und dann den Pool da draußen, ne? Und dann den Pool da draußen, also das ist schon. Wow. Ja, dafür, dass der Fernseher anscheinend an ist. Irgendwo läuft Wasser. Oh, ich kann es mir denken. Ich schätze mal, der Midnight Man ist gerade hier in der Küche. Jawohl. Er bewegt nämlich gerade die Objekte. Okay. Was natürlich nicht so toll jetzt für uns ist. Vor allem, wie sollen wir dem hier großartig ausweichen? Ich meine. Wow! Was? Wie sollen wir dem hier großartig ausweichen? Wir können doch nicht nach draußen, denke ich. Wir können ja wohl raus. Hä? Was? Ach so. Ah, deswegen können wir nicht nach draußen. Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. So, wir gucken mal nochmal hier oben eben. Ah, das sind ja alles Sackgassen hier. Das sind ja alles nur so einzelne Räume. Ich meine, wie soll man da großartig ausweichen? Wenn man da nicht so wirklich die Möglichkeit hat. Alter, wie viel Bäder hat die eigentlich hier in ihrem Haus, ey? Boah. Oh, ein Arbeitszimmer. Gut, okay. Und wie viel Fernseher hat die eigentlich? Alter Schwede, ey. Ohne Scheiß, ne? Hier machen wir mal zu. Geht das nicht? Also zumachen können wir die Türen anscheinend nicht nochmal, wenn wir sie geöffnet hatten. Ja. Aber ohne Scheiß, die Hütte hier, ne? Das ist ja wohl mal der Hammer. Ja, ja. Bing, bong. Mach doch mal auf hier. So, na, na. Achso, Türen mit richtigen Klinken können wir nicht öffnen. Okay, nur Türen ohne Klinken. Gut, wissen wir Bescheid. Achso, der hat einen Stuhl umgeschmissen. Der Sau, Alter, was, Alter. Hoffentlich räumt er das dann auch wieder auf, der Sausack. Das möchte ich nämlich nicht hier ihm seinen ganzen Schrott hinterherräumen, ne? Die ganze Unordnung, die er hier macht. Ja, das ist anscheinend unser Haus, okay. Haha, da gehen wir nicht nochmal raus. Nein, nein. Ah, das sind trotzdem... Noch ein Bad, Alter. Na gut. Gästewitz hier, aber trotzdem, ne? Wow! Wow! Mach an! Mach an! Mach an! Mach an! Mach an! Ja. Mach bloß den Scheiß an. 0.30 Uhr. Okay, also das läuft wohl irgendwie in einer halben Stunde. Immer so, dass eine halbe Stunde... Alter! Jetzt mach doch... Ach, scheiße, 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 scheiße. Mach an hier. Der steht da draußen. Da steht er. Da ist er. Da ist er am Fenster. Guckt euch das mal an. Moment. Versuchen wir eben hier so ein bisschen drumherum zu laufen. Willst du mich verarschen? Wie, es ist zu nah. Ich will doch nur mal den Typen da ein bisschen angucken, Mensch. Da steht er. Da ist er. Sieht eigentlich aus wie ein dünner Glatzkopf, wa? Okay. Huch. Jetzt renn doch mal hoch hier und mach doch mal wieder an. Alter, wie weit muss man denn von dem weg sein, damit man die Kerze wieder anzünden kann? Was ist das denn für eine Scheiße? Mal ernsthaft, ne? Okay, da hat er anscheinend gerade Wasser angemacht. Gut. Ja, nicht unbedingt gut, aber... Ne? Ja toll, hier oben möchte ich mich eigentlich weniger aufhalten, weil hier hat man noch weniger Fluchtmöglichkeiten als da unten. Ist doch scheiße. War das nicht auch so eine Regel, um einen Horrorfilm zu überleben? Geh niemals nach oben. Da ist er. Also er steht da. Ich denke mal, solange er dort steht, kann uns ja nicht viel passieren, wo? Oder? Ja, solange du da stehst, kann ja nicht wirklich viel passieren, denke ich mir mal. Dann, scheiße. Ich wollte gerade sagen, da würde ich sagen, beobachten wir ihn mal. Jetzt renn doch hier runter. Scheiße, ich häng fest. Oh, da wollte ich ihn jetzt... Alter! Wo denn? Was, wo denn? Oh, hier kann man noch eine Tür aufmachen. Boah, Alter, wo ist denn der? Was? Verarsch mich nicht. Mach die Lampe an, mach die scheiß Kerze an. Mach doch deine scheiß verfickte Kerze an hier. Ich sehe nix. Warum hat denn er die scheiß Kerze nicht wieder angemacht? Kommt, einmal versuchen wir es noch. Einmal. Und das ist auf Nord. Hallo? Ich finde, man hat ja auch sehr wenig Möglichkeiten auszuweichen irgendwie. Ich weiß nicht, also...
Ein bisschen doof, ne? Um mal ehrlich zu sein. Er hat irgendwo eine Tür geöffnet oder halt irgendwas gemacht. Ja, aber Clyde, schmeißt er wieder die Stühle durch die Gegend, macht hier wahrscheinlich wieder auf. Macht hier wahrscheinlich wieder auf oder auch nicht, na gut, okay. Ja, wo ist er? Wo ist die Sau? Ey, da konnten wir doch gerade irgendwas, irgendwie. Ach, das war wahrscheinlich wegen der Tür nur, okay. Ach, jetzt häng doch nicht immer an der Ecke da fest, ey. Ja, also ohne Scheiß, ich finde die Ausweichmöglichkeiten hier doch ein bisschen sehr gering. Okay. Jetzt hat er immer noch nicht aufgemacht. Nee. Okay. Aber ich höre Wasser laufen. Irgendwo hat er Wasser angemacht. Und er spielt mit unseren Türen rum. Lalalala. Dann gehen wir halt hier rum. Also ich finde das eigentlich so die beste Möglichkeit, um den auszuweichen, indem man einfach nur immer hier so drumherum läuft, oder? Ich weiß nicht. Oben ist richtig scheiße, weil da ist alles extrem beengt. Nicht so schön. Okay. Ja, puh. Bleiben wir jetzt einfach hier stehen. Boah, da war er. Renn doch mal. Ja, wie will ich denn hier vernünftig ausweichen? Können wir eigentlich hier hochspringen wenigstens? Nee, können wir auch nicht. Also wofür springen können, wenn wir noch nicht mal hier hochspringen können? Nein, und dann vielleicht darüber zu jumpen und dann die Treppe schnell runter zu rasen. Nicht mal das geht. Ist doch scheiße. Ach, da ist er wieder. Ja, ist klar. Zip, zip, zip. Eben anmachen hier. So. Wie gesagt, ich denke mal, solange er da steht, kann nichts passieren. Mal gerade einen Schluck Kaffee. Ah. So. Da steht er. Ja. Und steht da. Wahrscheinlich bis um 1 Uhr. Und dann taucht er plötzlich wieder irgendwie mitten vor, hinter, neben uns auf. Und dann müssen wir wieder versuchen zu rennen, die Kerze anzumachen. Was wahrscheinlich überhaupt nicht viel bringt, weil sobald er in der Nähe ist, geht die Kerze ja wieder aus. Und da man ja nicht weiß, wo er rumhängt, ein bisschen schwierig ihm auszuweichen. Kacke, in dem Ritual hieß es doch noch so von wegen Salz und Kreis Salz um sich herum machen und da still drin stehen bleiben. Warum haben wir kein Salz? So eine Hütte und kein Salz. Nee, ist richtig. Ja, noch stehst du ja da. Noch ist alles gut. Lalala. Na. Oh, was? Ich seh nix. Alter, was? Also das ist schon sehr übel, ne? Der taucht auf, bam, das wird alles rot, man sieht nix. Und ich habe ja gehört, dass ich die Kerze wieder angezündet habe. Man hört ja das Geräusch, so dieses Psch. Und trotzdem tot. Also das waren auch noch keine 10 Sekunden, im Leben nicht. Ich denke, man hat 10 Sekunden Zeit, um seine Kerze wieder anzumachen. Ja, gut, ich denke mal 10 Minuten, das soll reichen, ist ein total, gut, gruselig jetzt nicht unbedingt, aber ist schon seltsam, wenn er auf einmal so, bam, und auf einmal rot und da erschrickt man sich schon recht kurz. Naja, sollte euch das Video gefallen haben, könnt ihr das mir in die Kommentare schreiben, könnt ihr eine Bewertung dalassen. Das gleiche natürlich auch, wenn euch das Video nicht gefallen haben sollte und wenn ihr mich so richtig scheiße fandet, dann erzählt ruhig mal all euren Freunden davon. Wie scheiße ich bin und wer es mal ausprobieren will, The Midnight Man, wird natürlich der Link in der Videobeschreibung sein. Aus der Haus und tschüss.